Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Luigi chillt hier gerade sein Leben auf dieser lustigen Ente hier im Abwasserkanal. Auch sehr appetitlich. Und auf jeden Fall beim letzten Mal, wir waren immer noch hier unterwegs. Und beim letzten Mal hat dann dieser, jetzt kommt erstmal die Geier, nämlich hier genau, hat dann dieser fiese Geist den Wasserpegel hier überall erhöht. Und wir müssen uns trotzdem irgendwie zu ihm hin zurückkämpfen. Ich weiß auch noch nicht, was ich jetzt gegen die Geist, oder nee, gegen die Geist, oder es sind ja schon Geister, gegen die Haie hier quasi mache. Einfach vorbei an denen. Nein, das wollte, was war das? Das wollte ich nicht. Jetzt bin ich von dem Reifen abgeprallt. Warum kriege ich das eigentlich nicht hin, an dem blöden Haien da vorbeizukommen? Jetzt, nur wegen dem blöden Reifen jetzt. Mann, ey. So, auf ein, nee, Luigi muss aber, muss schon noch dran, was zum Teufel? Warum hat Luigi jetzt eigentlich losgelassen? Ich habe doch mit ihm an der Kugel gezogen. Boah, ich raste gleich aus. Das ist ja echt ein toller Start in diesem Part hier. Muss ich mich nur aufregen. So, kann ich jetzt überhaupt irgendwas gegen die machen? Oder muss ich einfach ausweichen? Wahrscheinlich sogar einfach ausweichen. Okay. Oh Gott. Und loslassen. Okay, bin ich jetzt safe? Ne, die kommen sogar immer noch. Die Bombe hat sie... Okay, die Bombe hat sie vertrieben. Okay. Und ich kann erstmal, glaube ich, durchatmen. Ich muss mal wieder Luigi kurz... Ah ne, der ist jetzt weg, oder wie? Jetzt hab ich, okay, jetzt habe ich ihn sowieso, glaube ich, weggemacht. Okay. Aber jetzt muss ich hier eh selber entlang kommen. Okay, jetzt sind wir auch schon in dem fraglichen Raum mit dem Hebel. Oh, ich kann die sogar aufsaugen. Also das muss ich sogar, glaube ich, machen, oder? Und den da rüberbringen. Damit ich dann da hinten auch so ein Ding habe. Ne, doch nicht. Da ist noch Geld übrigens drin. Bei dem Schwan da. Aber da komme ich irgendwie nicht so richtig ran. Okay, dann lassen wir es erstmal. Aber eine Truhe ist da sogar auch noch. Okay. Nein! Was zum... Das war jetzt auch wieder knapp. Nein, das sind Stacheln. Da links. Das ist alles so knapp hier. Echt gar nicht einfach, finde ich. Okay. Ja, es ist schon, wie gesagt, echt nicht easy, hier entlang zu kommen, muss ich sagen. So, was mache ich denn jetzt eigentlich? Okay, einfach da nach oben gehen, würde ich vorschlagen. Wenn da schon eine Leiter ist, wo ich rauskommen kann aus dem Wasser. Weil jetzt waren wir auch wirklich lange... Habe ich den Fußball jetzt da? Ich habe den jetzt... Fußball habe ich jetzt da reingeschossen, oder? Da unten. Ist da was? Nee. Okay, egal. Auf, hier ist noch ein bisschen Geld, aber... Okay, aber auch wurscht. So, ich will jetzt hier raus und wieder einen neuen Checkpoint haben. Erstmal. Okay. Huiuiui. Okay, da ist er auch. Aber das war jetzt schon anstrengend, da entlang zu kommen. Aber erstmal geschafft. Puh. So, und da ist der Hebel, genau. Oh oh. Uiuiui. Ah, wir können ja seine Wasserspur sehen. Nein, hör auf Luigi anzugreifen. Nein, jetzt hat er Luigi ins Wasser gestoßen. Was fällt dir eigentlich ein, du Arsch? Nimm das. So, stirb. Dafür, dass du Luigi getötet hast. Okay. Okay, Mini von den Viechern noch. So. Aber die Mini-Geister sind ja eigentlich nie ein Problem. Okay. Und das war's schon. Oh, yeah. Okay. So, jetzt müssen wir nur gleich gucken, wie wir da nach oben kommen. Ich ändere mal die beiden hier. Ach so, das ist ja interessant. Ich glaube, das verändert die Richtung, in die Luigi entlang es sich bewegen wird. Und so in der Röhre. Jetzt wird er dann leichter nach oben gehen, bei der ersten Kreuzung quasi. Genau, ja. Wie es der Pfeil auch anzeigt. Mhm. Und damit kann ich eben bestimmen, wo ich rauskommen will. Das ist ja ganz cool eigentlich. Das heißt, ich will... Nicht ins Wasser gehen. Ich will das hier nochmal ändern, dass es nach rechts geht. Genau, und dann muss ich erstmal nach oben gehen. Damit Luigi dann gleich noch das eine Ventil ändern kann. Das hier. Genau. Dass wir dann dort auch noch nach oben gehen können. Und dann kommen wir an Ort und Stelle hin. Wenn ich jetzt hier nach links gegangen wäre, würde ich da ganz, ganz links zu der Röhre hinkommen. Aber da ist ja nichts Besonderes. Und deswegen dürfte das passen.
Ich habe ja auch schon sogar mit der Düsternampe geschaut, aber da ist wirklich nichts. Okay, ja. Deswegen jetzt einfach weitergehen und jetzt soll... Ah ne, falsch, ich muss ja... ich muss ja, sorry. Ich muss ja jetzt dich wieder zurückändern. Auf geradeaus nach rechts rüber. Genau. Okay, und jetzt ist es der richtige Weg. Und damit kommt dann gleich Luigi ganz nach oben. Genau. Kann dann den Hebel aktivieren oder wieder deaktivieren, je nachdem. Und dann dürfte das ganze Wasser hier weggehen. So. Wahrscheinlich so muss ich das machen. Genau. Und nach unten. Ja, das sind sogar wirklich viele Sachen, ja. Also können wir jetzt wirklich nochmal den ganzen Boden erkunden? Aha! Anscheinend schon, ja. Good job! Good job! Yeah! Sehr gut, der Wasserstand ist wieder normal. Dann geh jetzt dahin zurück, wo du hergekommen bist und knöpf dir den Techniker vor. Okay, das habe ich vor. Aber ich will... Aha, Geldgeist. Boah, da haben wir schon Ewigkeiten übrigens keinen mehr gefunden. Fällt mir gerade auf. Habe ich so viele verpasst? Weil das ist schon irgendwie, weiß nicht, 5 Parts oder sowas hier oder noch mehr? Habe ich das Gefühl, seitdem wir zum letzten Mal einen Geldgeist getroffen haben? Aber jetzt haben wir auf jeden Fall mal wieder einen. Bin ich ganz froh. So, und stimmt. Aber ehrlich gesagt, ist das vollkommen irrelevant. Weil, das muss ich zugeben, das so als kleine Kritik, das wird sich vielleicht noch später ändern. Meine Kritik. Aber aktuell finde ich, dass es irgendwie zu wenig zu kaufen gibt. Und zu viel Geld, was man dafür hinterhergeworfen bekommt. Weil diese Juwelen und Buhu-Dinger, die auf der Karte angezeigt werden, das werde ich zwar später bestimmt noch benutzen. Aber jetzt aktuell brauche ich das halt nicht. Und von den Knochen kann ich halt auch noch maximal 3 haben. Und ich habe aber halt knapp 40.000 Gold jetzt schon, was einfach viel zu viel ist. Und deswegen, da hätte man vielleicht ein paar... Also ich meine, es ist ja cool, dass es so viel Geld zu finden gibt. Aber man hätte halt entweder das teurer machen müssen, finde ich. Weil man kann schon wirklich sehr viel Geld und auch sehr leicht finden, wenn man ein bisschen erkundet. Oder halt, was noch besser gewesen wäre, einfach noch mehr Items im Shop anbieten. Die halt dann irgendwas anderes machen. So wie, ich es eigentlich gedacht habe, wie in Luigi's Mansion 2, dass man sich upgraden kann. Dass der Schreckweg stärker wird, dass der Strohblitz stärker wird, die Düsterlampe, der Saugschuss, kann man ja alles irgendwie upgraden, dass man schneller schießen kann oder dass es stärker wird. Das hätte man alles machen können und dafür halt dann sein Geld hergeben. Das hätte ich ein bisschen sinnvoller gefunden, muss ich sagen. Aber okay, vielleicht kommt es ja doch noch später, deswegen mal schauen. So, apropos Geld. Aber es macht natürlich auch einfach so Spaß, das Geld zu sammeln, um halt Geld zu sammeln. Auch wenn ich dafür mir nichts Tolles kaufen kann, macht es trotzdem Spaß. Und deswegen will ich da schon immer viel mitnehmen. So, ich kann jetzt hier nach links gehen, warte mal. Das soll ich auch hin. Ich will jetzt mal kurz gucken. Weil ich könnte doch jetzt auch zurücklaufen, oder? Und dann diesen Gang von gerade eben erkunden ohne Wasser. Warte mal, da ist übrigens noch eine Truhe, Moment. Halt. Und die Musik ändert sich? Warum ist die Musik jetzt so anders? Keine Ahnung, aber da ist doch noch was. Sehe ich doch. Komme ich da jetzt nicht rein? Achso, halt. Luigi kann da vielleicht durch? Nee. Ah, hier ist ein... Ah, da ist Wasser da vorne so ein bisschen. Vielleicht ist es nicht einreißender. Und warum ist die Musik jetzt eigentlich so anders? Also irgendwas ist da auf der rechten Seite dann. Wenn ich jetzt dich dagegen schieße, gegen eine Steinmauer, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Würde mich wundern. Ja. Das ist seltsam, finde ich. Okay, aber ich gehe jetzt erstmal nach rechts und gucke erstmal, was da jetzt los ist. Ah, das sind die Haie. Ja, das macht mir sogar noch Schaden. Und die benehmen sich tatsächlich so, als wäre hier kein Wasser mehr. Wunderschön. Also, es ist ja auch kein Wasser mehr da. Also, ich meinte, sie benehmen sich so, genauso wie sich Haie verhalten würden, wenn die auch kein Wasser mehr hätten. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Bam und bam. So, und der kommt auch noch her. Und... stirb. Genau, jetzt können wir auch an diese ganzen... Oh yeah, an diese ganzen Geldverstecke auch noch rankommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, weil das ist ja anscheinend optional, was ich jetzt hier mache, dass ich da zurücklaufe. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt hier noch ein Juwel versteckt ist irgendwo. Da ist ein Sparschwein aber noch. Also es gibt schon ziemlich viel hier zu finden. Da kann ich dran ziehen. Moment, weg. Ah, die ganzen Piranhas übrigens jetzt auch. Die sind natürlich jetzt auch chancenlos.
Wie komme ich denn an das Sparschwein jetzt eigentlich hin? Kann ich den wegmachen? Nee, eben nicht. Ja, irgendwie gibt es immer noch viele Orte, wo ich keine Ahnung habe, wie ich da hinkommen soll, teilweise. Aber okay. Lassen wir das mal. Aber hier ist eine Truhe einfach so, die am Boden stand. Oder auch nicht. What the fuck? Ah, shit, ich hätte dir was zu fressen geben müssen, wahrscheinlich. Los, Luigi! Ja, es kann ja sein, dass die trotzdem irgendwas in sich drin hat. Bam! Melone! Und jetzt... Shit, was hätte ich... Oh, ich hab doch... Was hätte ich da jetzt machen müssen? Ich hab doch das alles probiert. Mann! So ein Scheiß. Dann nehme ich halt mal... einen Stiefel, meinetwegen. So. Nein, ich hab doch geschossen. In diesem Part läuft aber auch irgendwie gar nichts, oder? Habe ich das Gefühl. So. Nein. Kann das jetzt bitte funktionieren? What the fuck? Ja, ist ein bisschen blöd. Nee, ist es. Ich red mich gleich so auf schon wieder, das ist echt scheiße. Weil ich müsste am besten von weiter weg mir irgendwas nehmen. Ich darf das nicht so nah rannehmen, weil ich muss mich dann erst richtig ausrichten und das schaffe ich dann nicht rechtzeitig. So. Mann, ey. Boah, ich bin so scheiße heute, das gibt's ja gar nicht. Ja, was muss ich denn da jetzt tun eigentlich dann? Düsterlampe habe ich noch. Ich werf gleich meinen Controller. Wirklich, ich bin kurz davor. Ehrlich. Düsterlampe habe ich noch nicht probiert. Okay. Wie ist es? So, werde ich jetzt dafür wenigstens ordentlich belohnt? Nee. Also, ja, Geld, aber da habe ich jetzt schon mit dem Juwel gerechnet, muss ich zugeben. Und das war jetzt auch nicht außerordentlich viel Geld oder sowas. Es gab schon andere normale Truhen, die mich nicht töten wollten, wo wir auch genauso viel Geld gefunden haben. Also, naja. Aber hier unten ist jetzt ein neues Rohr übrigens erschienen, wo Luigi gleich reingehen kann. Okay. Hi. Kann ich den so töten? Nee, es geht gar nicht. Okay, aber einsaugen halt wahrscheinlich. Ich kann sogar schießen. Den Armen. Bam. Und dann stirbt er und wird zu Geld. Natürlich. Okay, jetzt bin ich aber wieder am Anfang zurück. Da ist auch so eine Steinmauer einfach. Ja, ich meine, muss ich da doch irgendwas darauf schießen? Ja, das kann ich ja mal kurz probieren, weil es gab ja ein paar Objekte, die ich zum Schießen benutzen kann. Aber ich will jetzt erstmal mal kurz hier reingehen, weil das Rohr hier dürfte neu sein. Aha, einfach nur ein bisschen Geld. Okay. Nichts allzu Besonderes. Okidoki. Ja, ist ein Stiefel da gut genug, um eine Mauer einzureißen? Eigentlich auch nicht. Aber ich teste es mal. Vielleicht geht es auch erst später. Ja, ich kann es auch nicht als besonderes Ziel anvisieren. Ja, geht nicht. Okay. Dann lassen wir es erstmal. Aber ich muss zugeben, dass ich jetzt da sogar ein bisschen enttäuscht bin. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir jetzt hier irgendwo ein Juwel finden würden. Hier ist vielleicht auch... Ah, stimmt, da oben ist ja noch das eine. Stimmt. Habe ich jetzt... Jetzt, da das Wasser weg ist... Nee, komme ich sogar noch unwahrscheinlicher eigentlich eher dran. Also jetzt weiß ich noch weniger, wie ich da hinkommen soll. Oder warte mal, vielleicht kann ich jetzt hier unten was finden. Moment, ich will mir das noch kurz angucken. Nein. Ja, dann... Weiß ich nicht. Warte, man kann Luigi da durch? Das sieht so ein bisschen gittermäßig aus. Nee. Dann müssen wir es doch sein lassen. Aber ja, das war, wie gesagt, keine so tolle Ausbeute. Jetzt hier. Weil das ist ja wirklich anscheinend komplett optional, hier entlang zu gehen. Okay, ah, hier noch. Stimmt. Hier ist noch was, ja. Vielleicht jetzt da. Also ein Juwel würde ich schon noch echt gerne finden wollen hier. Nee, mehr Geld. Toll. Ja, dann habe ich was verpasst. Würde ich fast wetten. Das kann nicht sein. Dass man jetzt hier den ganzen Weg zurückgehen konnte. Dass man so viele Secrets finden konnte. Aber dass kein Juwel dabei war. Das glaube ich nicht. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Aber okay, ich meine, hier ist ja auch noch was, wo ich nicht hinkomme. Irgendwie.
Warte, warte mal kurz, ich will noch kurz gucken. Kann ich von oben irgendwie runterfallen? Durch ein Gitter mit Luigi? Das kann ich noch kurz überprüfen. Oder da oben war ich übrigens auch nicht. Bei dem Sicherungskasten da. Wie kommt man da eigentlich hin? Ist da rechts oben? Och, ich weiß es nicht. Ich meine, vielleicht ist es ja sogar auch doch so, dass wir den Wasserstand nochmals ändern müssen. Und zwar dann auf ganz hoch. Dass ich dann da hinschwimmen kann. Und so würde ich auch zu dem grünen Juwel da hinkommen. Das könnte schon noch sein. Ziemlich unwahrscheinlich für meinen Geschmack, aber könnte. Also, ja, wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen weiter. Und erkunden jetzt mal auch ein paar neue Räume. Würde ich sagen. So, hier würde ich mit Luigi eigentlich gerne durch, aber geht natürlich nicht. Moment. Oder ist es besonderes Wasser? Wo er schon? Nee. Okay. Hätte ja sein können. Ich hänge schon wieder. So ein bisschen. Also, was heißt schon wieder? So richtig gehangen bin ich ja noch. Ich war halt, hab mich halt immer blöd angestellt in den Geschicklichkeitspassagen. Aber rätselmäßig bin ich ja noch nie gehangen. Ah, okay. Ich nehme einfach. Ne, ist ein Stuhl, okay. Ja, warte mal kurz, wenn ich. Kann ich überhaupt eins von denen da mitnehmen? Aber es bringt mir ja auch. Oder ich weiß gar nicht genau, kann. Okay, es geht eh kaputt. Na gut. Ich weiß gar nicht, ob Luigi auch auf den Dingern hätte surfen können. Ich glaube aber nicht eigentlich. Wenn ich. Warte mal, da oben war ja noch so ein Ritterhelm. Wenn ich den mitnehme und den auf die Wand schieße. Aber ich habe ja mit. Das mit den Wänden finde ich ja eh total komisch, weil ich habe schon voll viele Wände hier gesehen, die brüchig sind. Die ich aber halt mit nichts zerstören konnte. Egal, welche Fähigkeit ich benutze, egal, ob ich da was drauf schieße. Hat alles nicht funktioniert. Und hier geht es auch nicht weiter, ne? Okay. Ja, oder ist es sogar doch so, dass ich tatsächlich einfach den Weg. Also, dass es doch richtig war, dass ich den Weg hätte zurückgehen müssen. Aber ich hätte halt noch weiter zurückgehen müssen. Igitt hat ja auch gesagt, dass ich zurückgehen soll. Ich dachte halt nur, ja, hey, da links geht's weiter, dann ist das wohl der richtige Weg. Da ist ja auch das Ausrufezeichen sogar. Deswegen dachte ich auf jeden Fall, das wäre richtig. Aber ist es anscheinend gar nicht. Ich muss zurückgehen. Und deswegen war da auch kein Juwel, weil das gar nicht optional ist, sondern der richtige Weg. Das ist dann schon eher logisch. Denke ich. Was ist das eigentlich? Ich kann hier reingucken. Irgendwo in ein U-Boot oder sowas. Kann ich das rausholen oder so? Nee. Blenden? Nein. Ah, natürlich. Ah. Das könnte jetzt ein Juwel sein. Komm jetzt. Ich will jetzt noch eins finden. Also voll der coole Effekt. Okay. Den Ofen anmachen. Und da kommt jetzt gleich ein Juwel raus. Komm. Aha. Yeah, sehr schön. Doch noch eins gefunden. Puh. Danke. Hat sich der Aufwand doch so ein bisschen gelohnt. Habe ich zwar jetzt erst beim zweiten Mal gefunden, aber egal. Besser später als nie. Und wir haben noch eins finden können. Bin ich also zufrieden damit. Okay, gut. Und mehr ist hier auch schon nicht mehr, denke ich mal. Okay, gut. So. Dann gehen wir jetzt aber wirklich den Weg wieder zurück. Und ich könnte übrigens sogar zu dem Sicherungskasten, den wir gerade gesehen haben, auch noch hinkommen. Das hätte man eigentlich schon machen können, bevor man überhaupt das Wasser wegmacht. Aber da wird nichts Wichtiges sein, denke ich jetzt mal. Deswegen lasse ich das. So. Jetzt gehe ich aber hier zurück. Und gehe gleich wieder in den Hauptraum von gerade eben einfach hinein. Genau. Das ärgert mich schon, dass ich überall bei diesen blöden weißen Wänden, oder nicht weißen, aber da ist ja so ein weißer Punkt, deswegen habe ich weiß gesagt, weil ich irgendwie zu schnell gedacht habe oder so, oder zu schnell gesprochen, egal. Auf jeden Fall, dass ich bei den ganzen brüchigen Wänden da nicht weiterkommen kann, stört mich schon irgendwie, weil das sieht halt so aus, als würde ich da weiterkommen. Aber naja. Okay, Abkürzung, das ist gut. So, und jetzt gehen wir aber diesen Weg da oben entlang. Das wollten wir ja ursprünglich eigentlich auch schon im Prinzip machen, aber dann kam ja der Mechanikergeist und hat uns genervt. Aber jetzt sollten wir dann gleich hier durchkommen können.
So. Offen. Das ist natürlich auch ein super Safe. Einfach mit einem Ventil dran. Und wenn man da dran dreht, kann man reingehen. Nicht gerade sehr sicher, aber okay. Und wir kommen in einen großen, runden Raum. Das gefällt mir wieder mal nicht. Hallo? Immer diese Quietschentchen. Oh nee. Nicht schon wieder. Oh. Warum müssen wir jetzt wirklich so kämpfen? Um Gottes Willen. Mit dieser Steuerung hier. Ach du Scheiße. Okay, er hat einen Fächer. Minen. Ah, die werde ich bestimmt benutzen müssen. Und dafür sorgen müssen, dass die bei ihm irgendwie explodieren oder so. Okay, genau. Und dann ist er... Nein, jetzt bin ich... Nein, jetzt habe ich gerade eine Chance gehabt. Aber sehr... Achso, ah, ich muss sie dann wieder aufpusten. Und dann kann ich wieder reingehen. Das ist ja lustig. Okay, aber ich habe wieder die Stacheln am Rand nicht so richtig gesehen. Also da darf ich nicht zu nah an den Rand hin. Okay. Ich frage mich, ob ich irgendeine andere Möglichkeit... Oder ich dränge ihn gegen die Stacheln. Stimmt. Das geht nicht. Oder ich warte einfach, bis er benommen ist. Okay, jetzt kann ich ihn schießen. Bam! Gegen die Stacheln. Und jetzt kann ich ihn treffen. Okay, aber ich muss selber nach draußen. Okay, Moment. Ja. Ja, ich nehme sogar Schaden, aber es geht schneller. Also passt schon. Nein, ich will gar nicht aufpusten. Ich will doch gar nicht aufpusten. Hätte ich... Wollte ich doch gar nicht. Hätte ich jetzt wirklich die Leiter benutzen müssen? Und dann zu mir hinlaufen, oder wie? Ist ja auch blöd. Okay. Das ist sogar ziemlich blöd irgendwie. Weil ich meine, der war auch sehr lange benommen. Klar. Aber trotzdem. Okay. Jetzt schnell zur Leiter hin. Dann raus. Und jetzt kann ich einen... Okay, jetzt kann ich einen einsaugen. Ist aber blöd irgendwie, dass man das mit den Stacheln nicht machen kann. Dass dann Luigi gezwungenermaßen sein Entchen wieder aufpusten will. Aber okay, passt schon. Uiuiui. So, weiter geht's. Oh Gott. Okay. Hilfe. Nein, weg von ihm, weg von ihm, weg von ihm. Ja, der hat zum Glück keine so hohe Reichweite mit seinem Angriff da. Wirkt zwar so, als wäre die Reichweite weg hier. Ganz hoch. Ach, komm schon jetzt. Und jetzt haben wir wieder den nervigen Soundeffekt auch. Verdammt nochmal. Aber hier kann man halt schnell mal ein bisschen Schaden nehmen in dem Kampf. Das ist klar. Okay. So. Bam, 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 bam und bam. Und einmal noch, dann haben wir es geschafft. Ich darf sogar noch einmal in eine Mine auch reinlaufen oder reinschwimmen oder so. Die Stacheln darf ich sogar noch zweimal berühren, die machen ja nur 10 Schaden. Also es geht schon noch. Aber ein bisschen aufpassen muss ich jetzt dennoch. Oh Gott. Nein, Hilfe! Ja, ich muss ein bisschen näher an ihn ran, dass es einen Angriff macht. Das war auch riskant, vor allem wegen den Minen und wegen den Stacheln und wegen allem. Okay, passt. Okay, jetzt komm her. Herz ist sogar auch da, aber ist mir erstmal egal. Okay. So, jetzt noch auf dem Weg mitnehmen das Herz. Und dann gleich ihn treffen. Und dann haben wir es geschafft. So. Komm her. Und stirb. Bam. Und bam. Und bam. Und bam. Puh. Aber war wirklich gar nicht mal so einfach. Yeah. Oh. Und das Ganze am Boden. Okay, wir müssen wieder das Wasser wegmachen. Oh, no. Aber haben wir jetzt eigentlich jeden Raum erkundet schon? Das war doch ein bisschen größer noch, oder? Fehlt da nicht noch was? Hier war ich überall. Genau, hier unten noch. Alter Wasserspeicher. In der untersten Ebene gibt es noch ein bisschen was. Also wenn ich jetzt das Wasser... Vielleicht kann ich es hier wirklich komplett wegmachen. Mit diesem Hebel auch. Und dann kann ich vielleicht nochmal neue Orte erkunden. Das könnte sein. Aber
Oder will ich das noch? Ja, komm, können wir noch kurz machen, meinetwegen. Den noch kurz einsammeln zumindest. Den Aufzugknopf. Ganz kurz zumindest. Muss ich zu zweit machen? Wirklich? Okay, auch gut. Den anderen gerade muss ich ja. Konnte ich ja auch alleine machen. Ach, das ist nämlich gar nicht so einfach. Ja, nicht auf Luigi. Achso, doch. Hä, warum ging das gerade? Egal, passt schon. Das war komisch. So. Sehr gut. Dann nach unten. Oh, oh. Kannst ruhig schneller machen, Luigi. Aber okay, er lässt sich Zeit, nicht, dass er stürzt. Und da ist er. Das wäre lustig, wenn die jetzt während der Sequenz explodieren würde. Gotcha! Bitte schnell wegstecken. Danke. Das war sogar ein halber Bug, weil die wurde unsichtbar, aber ist trotzdem noch explodiert. Egal. Auf jeden Fall würde ich dann jetzt erstmal sagen, Leute, war es hier für diesen Part von Let's Play Luigi's Mansion 2. Nicht 2, sorry, 3. Beim nächsten Mal wird es dann hier noch in der Wasseranlage ein bisschen weitergehen. Mit noch diesem Raum hier, den wir erkunden werden. Und, ich mache es erst beim nächsten Mal. Und dann, es gibt auch noch ein paar andere Räume hier, die noch fehlen. Und uns fehlen ja auch noch 2 Juwelen, glaube ich. Ob wir die noch finden werden, beide? Na, ich weiß auch nicht. Aber mal gucken. Gut. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.